Hey Leute, herzlich willkommen zu Bad Boy. Das ist ein 8-Bit-Plattformer, der am 25. Mai, glaube ich, unter anderem auf Steam erscheinen wird. Ich habe vorab schon mal einen Key bekommen, damit wir da einfach mal ganz kurz reinschauen. Wenn ihr das selbst ausprobieren wollt, eine Demo gibt es auch auf Steam. Und starten wir mal ein neues Spiel. Ich habe bisher jetzt noch gar nicht gespielt. Mal gucken. So, was haben wir denn hier? Modi, regulär oder Speedrun? Gut, das ist natürlich mit Timer, überspringt Gespräche und Zwischensequenzen. Ja, das ist halt auch ganz nett, aber nicht unbedingt was für mich. Regulär nehmen wir natürlich. Und das gibt's auch auf Deutsch, wie man wunderbar schon gesehen hat. Gut, ein bisschen Vorgeschichte und alles, aber das ist jetzt nicht so interessant, würde ich sagen. Wir wollen ein bisschen was vom Gameplay sehen und wie das sich generell so spielt. Auf geht's, Bad Boy. Die anderen sind schon da. Gut. Sieht schon richtig cool aus. Wer bist du? Kapitän Ace. Ja, ja. Dialoge, Dialoge, Dialoge. Diese Dimension hat sich seit meinem letzten Besuch ziemlich verändert. Lord Vicious. Es scheint, dass es den Einwohnern jetzt gefällt, knallige Outfits zu tragen. Das musst gerade du sagen. Gibt es keinen Spiegel, wo du herkommst? Oh Mann. Ja, Mann. Nichts für ungut, aber Halloween ist noch Monate entfernt. Müsst ihr gerade sagen. Warte mal, was meinst du mit diese Dimension? Besonders schlau sind die nicht, oder? Sie sind vielleicht sogar ein bisschen blöde. Aber in ihren jeweiligen Sportarten übertreffen sie sich. Bei dem Turnier der Dunkelheit. Werden sie sich gut machen? Ja, Meister. Wen nennst du ein bisschen blöde? Komm her, ich zeig dir, wie blöd ich bin. Man braucht kein Genie sein, um zu merken, dass ihr zwei in der Unterzahl seid. Vorsichtig, Aquaria. Das ist die Freundin von Aquarium. Unterschätze niemals den Gegner. In der Tat, es würde dir gut tun, auf den großen Typen im Schlafanzug zu hören. Keine Sorge, ihr seid offiziell bei dem Turnier der Dunkelheit, bla bla bla, dabei. Ja, super tiefe Story und so. Wir alle werden viel Spaß haben, zumindest ich. Da bin ich mir sicher. Okay, du Spinner, ich habe genug gehört. Zeit, dich mit einem Tritt zurück in deine eigene Dimension zu befördern. Keine Sorge, Azaros. Sie werden bei Zeiten Demut lernen. Wow, was für ein Schlag! Einen anderen Schlagmann brauche ich eh nicht. Rot angezogenes Kind, du darfst gehen. Der Rest von euch kommt mit mir. Auf geht's, los! Shinai Guy, Aquaria, Racket Girl, das sind auch alles Supernamen. Wartet, was macht ihr alle? Okay, Bad Boy. Jetzt oder nie? Ich wähle jetzt. Und wir müssen mal wieder die ganze Welt retten. Du, Eindringling! Was? Eindringling! Oh, es muss einer dieser Vögel sein, die nachplappern, was andere sagen. Stirb! Warte einen Moment. Und ja, vom Namen her, Bad Boy, ne? Ist klar, wir haben Schläger. Hey, geht es dir gut, Kleiner? Oh nein, ich glaube, ich habe ihn zu hart geschlagen. Immer schön weich schlagen. Nur noch 5 Minuten, Mama. Was? Geht es dir gut? Ja, aber warum bist du so rot? Hast du deine Sonnencreme verloren? Das. Nein, hey, hast bestimmt gesehen, wo dieser Magier hin ist? Du hast bestimmt gesehen, wo dieser Magier hin ist. Wer, meinst du Lord Vicious? Du kennst ihn? Nein, aber aus irgendeinem Grund habe ich Erinnerungen. Ich glaube, er hat dir eine Hirnwäsche verpasst, so wie meinen Freunden auch. Vielleicht hast du während der Hirnwäsche neue Erinnerungen bekommen. Vielleicht, und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich sprechen konnte. Für mich ist es auch das erste Mal. Erkennst du diesen Ort wieder, dass du sprechen kannst?
Das ist Stratos, die Dimension, aus der Lord Vicious kommt. Verstehe, mein Name ist übrigens Bad Boy und deiner? Ich glaube, in deiner Sprache wird er Garou ausgesprochen. Freut mich, dich kennenzulernen, Garou. Ich hätte jetzt gern hier auch mal ein bisschen Gameplay. Können wir zusammenbleiben? Ja, das ist halt, das kennt man alles auch schon x-mal. Das Interessante ist letztendlich, wie sich das Ganze auch steuert. Er rutscht auf jeden Fall ein bisschen. Wenn ich stehen bleibe, bleibt er nicht sofort stehen. Das ist interessant. Mit X können wir zuhauen. Da springen. Ansonsten haben wir hier noch irgendwas. Getränke. Fähigkeiten, bewegen, Angriff, springen. Oh cool, hier hat man das nochmal so als Übersicht, ob man es eigentlich... Okay, eigentlich braucht man es nicht. Aber hey. Wahrscheinlich muss ich dann auch immer alle Gegner schlagen. Das heißt, ich kann... Es bringt auch nichts, dann ihnen auf den Kopf rumzuspringen. Du bist ja ein süßes Schweinchen. Hallo? Lässt aber nichts fallen. Alles klar. Ach du liebe Möwe, genau. Naturtalent. Das ist ein Abpraller. Um ihn zu verwenden, spring und schlage ihn, während du in der Luft bist. Ach cool, das können wir auch kaputt machen. Der kann auch relativ weit springen. Zeige ihnen, wer der Starspieler ist. Schlag die Baseballbälle. Okay, das war super Timing. Bam. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Checkpoint. Alles klar, gut. Kennt man auch. Wir haben da auch schon ein paar von diesen... Ich glaube, Feuerbälle können wir nicht abwehren, oder? Doch, können wir. Was ist denn das bitte für ein Schläger? Hätte ich die Feuerbälle benutzen müssen, um dann hier hochzukommen? Vielleicht... So kann man es halt auch machen. Gut, aber ich kann auch nicht nach unten schlagen, sondern ich muss wirklich aus dem Sprung schlagen, dann macht er einen Rundumschlag. Steuert sich halt echt ganz gut, der Charakter. Nur diese Sache mit diesem bisschen Rutschen. Gut, aber damit kann man sich arrangieren. Halt wirklich. Nee. Es kommt auch auf die Höhe an. Okay, also wenn ich hochspringe, dann springe ich natürlich mit dem Schlag dann noch sehr viel höher. Moment. Die Musik ist halt auch ganz nett gemacht. Weil ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht irgendwann dann noch ein bisschen penetrant werden könnte. Verdammt, sorry. Oh, da konnte ich mich nicht muten. Ich hoffe mal, ich habe mich noch rechtzeitig weggedreht. Verdammter Nieser. Der kam auch aus dem Nichts. So, kann ich dich? Dich kann ich auch umhauen. Aber du stehst wahrscheinlich gleich wieder auf. Okay. Uah. Das war zu hoch.
Gut, ich muss dich dann quasi zweimal schlagen. Alles klar, jetzt müssen wir das nur noch hinkriegen. Ich darf halt nicht zu hoch springen, sonst knall ich da gegen eine Decke. Ja, wie gesagt, die Musik ist halt auch ganz nett. Ich komme da natürlich nicht so. Verdammt. Das sah halt echt so aus, als ob das passen würde, aber nein. Bisher ist jetzt hier auch noch nicht so viel los. Kann ich dich überhaupt? Ah, so können wir das machen, alles klar. Ich darf die auch nicht berühren, okay, alles klar. Verdammt, was war denn das da gerade? Das habe ich ja jetzt überhaupt nicht gesehen. Strike One, okay. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Idee. Mit diesen Projektilen zurückschlagen mit den Schläger und wenn man die Gegner dann haut, dass die dann losrollen und andere Gegner platt machen. So. Ich müsste genau über den Ball dann springen, ne? Ja gut, das lassen wir. Gehen wir erstmal weiter. Da halt so, genau. Ist auch eine coole Idee, damit dann Schalter umzulegen. Verdammt. Gut, ich kann natürlich auch einfach X spammen, dann treffe ich den halt auch. Ob das aber dann jedes Mal funktioniert, ist halt wieder eine andere Frage. Und ja, gut. Genau, das war der Handlanger. Ja, meine Geschichte endet hier. Ganz genau. Verdammt. Ich kann... Ja, super. Super. Plattformer und so, ne? Gegner auf den Kopf springen. Muss halt wirklich... Ich glaube, das Ding kann ich nicht zurückhauen. Ja, läuft. Sehe ich denn irgendwo, wie viel Leben der hat? Ist das da oben rechts die Anzeige? Kann das sein? Ja, ist okay. Ich muss halt... Und unten links ist mein Leben. Gut, dann hätten wir das jetzt geklärt. Der wirft aber das Ding auch ziemlich fix. Ich bin halt zu ungeduldig. Ich muss erstmal abwarten. Dann soll er herkommen. Dann einmal zuhauen. Dann hau ich einmal zu, nach Möglichkeit. Oder auch nicht. Aber wie soll ich denn... Ich habe auch keinen Dash oder irgendwas in der Richtung. Ich bin gleich wieder tot. Okay! Oder ich muss den einmal hauen, wenn er das Ding da wirft. Der läuft direkt darüber, wirft sofort das Teil.
Und ich bin jetzt gleich wieder tot. Genau in dem Moment dann... Wow. Wow. Nein. Mit der Wurfanimation habe ich ein Problem, weil das halt quasi das... ist sofort. So, einmal probieren wir das jetzt hier noch. Ich könnte natürlich dann auch den Ball zurückschlagen. Ja, zurückschlagen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er halt wieder seine Waffe da wirft. Ich muss halt echt ein bisschen gucken. Das war auch wieder die Waffe. Oh Mann. Ich muss halt wirklich versuchen, die Bälle dann auf ihn zurückzuschlagen. Gerade wenn er jetzt mit dem Blödsinn hier wieder anfängt. Also ich kann auch ausweichen, indem ich halt genau in dem Moment bin, nachdem ich einmal zugeschlagen habe und an ihm dran bin und er dann zuhaut. Hochspringe. Nein, das wär's fast gewesen. Ich glaube, ich muss das wirklich so machen. So wie jetzt gerade zum Schluss. Das war eine miese Nummer. Nein! Genau dasselbe wieder. Bin begeistert. Das sind aber auch diese... Gut, die Waffe ist halt jetzt nicht das Problem. Diese Kollision... Kollisionen sind ein Problem. Oder ich müsste halt viel näher an ihn ran. Oh mein Gott, geschafft. Aber geschafft ist geschafft. Hat halt ewig gedauert, aber hey. Ja, genau wie mein Meister es vorausgesehen hat. Ich habe es total in mir. Der gefrorenen Gipfel, alles klar. Dann müssen wir jetzt all unsere Freunde nach und nach befreien und dann den Oberlord erledigen. Die Schlägerwurftechnik. Schlägerwirbeln. Gut, dann kriegen wir nach und nach auch neue Fähigkeiten. Ja, aber ich würde sagen, das soll es erstmal für den Moment gewesen sein. Macht einen coolen Eindruck. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.